Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Wir müssen weitere Untersuchungen anstellen und ich weiß jetzt nicht genau, ob wir uns hier nochmal umschauen sollten oder ob sich das jetzt hier erledigt hat. Da ist so eine komische Maschine in die Wand eingebaut. Okay, das hatten wir alles schon. Nee, also nachgucken will er scheinbar nicht, ne? Das wäre eigentlich ja ganz sinnvoll, es mal zu überprüfen, aber... Okay, das hatten wir alles schon. Dann nehme ich mal an, dass wir jetzt auch gehen können. Ich probiere es mal aus. Ja. Wenn er geht, dann denke ich, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass wir hier fertig sind. Dann schauen wir nochmal auf unsere Liste. Das Data Center. Die Tür mit dem Monokuma-Logo. Auf dem 4. Stockwerk. Also eins, die... Halt. Oh, ich hoffe, das bedeutet aber nicht, dass wir da noch hin müssen. Aber wartet, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch die Sachen, die hier auf der Ebene sind, oder? Wird das hier auch angezeigt? Ja, dann gucken wir... Nee, Quatsch. Nee, das wurde nicht angezeigt. Wir sind gerade da, genau. Die beiden Räume da hinten. Da müssen wir hin. So, also einmal der Garten. Ich glaube, der ist hier gewesen. Das sieht doch gut aus mit dieser Riesenpflanze, oder? Hä? Es ist fort. Mukuros Leiche. Ist nicht hier? Na, das ist ja super. Wie sollen wir denn dann Untersuchungen anstellen? Das ist ganz schön unfair. Okay, dann werde ich mal mir so die Sachen nochmal anschauen, oder? Die Monokuma-Blume. Ist das wahr? Frisst das wirklich Papier, Plastik und Leute? Naja, ich glaube nicht, dass es was mit dem Fall zu tun hat. Also sollte ich lieber auf Distanz bleiben. Naja, wenn die Leiche da so lag... Vielleicht ist die Blume runtergekommen und dachte sich, oh, nom, 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 ich esse die Leiche auf. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, aber... Okay, da ist die Sprinkleranlage. 7.30 Uhr, genau. Wir können da nochmal in das Häuschen schauen. Immer noch nur 4. Ehrlich gesagt, fände ich es auch ziemlich gruselig, wenn da jetzt mehr wären. Ja, ich auch. Dann würde ich mich auch fragen, wer war das denn jetzt? Überwachungskamera und da hinten... Dann gucken wir halt nochmal in den Werkzeugschuppen. Ja, vielleicht ist die Leiche da drin. Ich sollte mal lieber... Ich sollte mal lieber nachschauen. Nachschauen. Ich habe nichts gefunden, was auch nur annähernd eine Leiche sein könnte. Aber wenn sie auch nicht hier drin ist, dann muss sie... Könnte sie im Biolabor sein? Aber Leichen sind nicht das Einzige, nach dem ich schauen muss. Es gibt noch eine andere Sache... Diese Plane. Die Plane spielte auch eine Schlüsselrolle in einem anderen Fall. Daher sollte ich mir das besser anschauen. Da unten ist sie. Der Killer benutzte die Plane, um zu verhindern, dass die Leiche nass wurde. Das bedeutet, dass der Killer vielleicht irgendeinen Hinweis hier zurückgelassen hat. Hä? Oh Mann. Hallo, ich bin aus dem Biolabor, könnte da auch stehen. Das hatte ich vorher ja gar nicht bemerkt, aber da ist ein kleiner Schriftzug in einer Ecke der Plane. Da steht Biolabor. Also kam das tatsächlich ursprünglich aus dem Biolabor? Okay. Voll geil. Voll mega offensichtlich. Achso, ich glaube, es geht schneller, wenn wir uns... Oh, achso. Ah, okay, das ist alles, was ich hier... Halt, ich habe da eben noch gesagt. Ich glaube, es geht schneller, wenn wir... Map machen und so. Genau. Da. Da ist ein, da sind verschiedene Planen. Solche habe ich in letzter Zeit häufiger gesehen. Oh, okay, er hat nichts Neues zu sagen. Aber hier jetzt, oder? Er guckt jetzt nach den Leichen, oder? Hä, immer noch nicht? Ist schon wieder das Gleiche. Okay. Ich hätte echt gedacht, dass er sich jetzt hier mal umschaut. Wartet mal, ich guck nochmal. Ich wähle mal hier direkt aus. Bedeutet das... Ah, da Mukuros Leiche aus dem Garten verschwunden ist, könnte sie hier sein? Ich muss nachschauen, aber ich habe keine Ahnung, wie man die öffnet. Ach so. Weiß ich auch nicht. Einfach mal probieren, auf die Knöpfe zu drücken. Ach so, da sind so Panels drunter. Ich sehe schon, ich glaube, da muss man
möglicherweise einen Zahlencode eingeben. Also hier kommen wir auf jeden Fall momentan nicht weiter. Ich schau hier nochmal ganz kurz. Vielleicht steht das denn nicht im Booklet, wie das funktioniert? Nee, okay, naja, dann gehen wir erstmal wieder. Sekunde, ich nehme wieder... Die Map geht ja schneller. Okay, dann gehen wir hier hin und drehen uns einfach um und da rein, genau. Hey! Oh, Toko! Hier warst du also. Was willst du? Bin ich denn so ekelerregend, dass du mich nicht sehen willst? Nein, das meinte ich doch gar nicht so. Ich dachte nur, dass du vielleicht einen Hinweis gefunden hättest. Nun, das habe ich nicht. Ich habe nichts gefunden. Nicht einen einzigen Hinweis. Ich dachte, da dieser Ort ja was mit dem Fall zu tun gehabt hatte, müsste sich hier etwas befinden, richtig? Aber es gab hier überhaupt nichts Ungewöhnliches. Gib sie mir zurück! Gib mir meine wertvolle Zeit zurück! Beruhige dich, Toko. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Hast du überhaupt eine Ahnung, was ich momentan durchmache? Wenn es alle herausfinden, werden sie mich nutzlos nennen. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Keiner wird das sagen. Der Meister wird es sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir da widersprechen kann. Ich will das nicht. Ich will nicht mehr, dass auf mich niedergeblickt wird. Wieso akzeptiert mich denn niemand? Naja. Ich denke, hier gibt es keine Hinweise. Also werde ich vielleicht wieder gehen. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich guck lieber nochmal. So, da sind die Schränke. Wir hatten hier einen Hinweis gefunden, aber das war nur der Versuch des Mastermind Kyoko in die Pfanne zu hauen. Hä, aber es kann doch trotzdem sein, dass es was damit zu tun hat. Sakura würde das zum Trainieren benutzen. Okay, das scheint ziemlich weit weg zu sein. Oh, wir haben mal wieder ein paar Münzen gekriegt, das ist ja nett. Ich kann mir nochmal die Bäume anschauen, aber... Okay. Ich versuche hier noch kurz. Sehr japanisch. Da oben ist halt ein... Ich rede nochmal ganz kurz mit ihr. Wieso? Wieso ist alles... Ich glaube, hier sind keine Hinweise. Also vielleicht sollte ich gehen. Na gut, okay. Also sind hier keine Hinweise. Dann gucke ich mir nochmal an, wo wir hin müssen. Ja, dann müssen wir doch mal runter zu 4F, ne? Oh mein Gott, ich muss niesen. Kontrolle, reiß dich zusammen. Ich weiß, ich darf das Niesen nicht unterdrücken, aber es geht nicht anders. Okay, alles gut. Es geht mir wunderbar. Ah, Makoto, bist du hier, um dich auch umzuschauen? Ist es das, was du gerade hier getan hast? Ja. Ich kann nicht anders, als mich fragen, was hinter dieser Monokuma-Tür liegen mag. Deswegen dachte ich, wenn alle Türen in der Schule nun geöffnet wurden, dann sollte die hier doch auch offen sein, richtig? Aber ich hab's nicht geschafft, sie zu öffnen. Also, ich hab's nicht über mich gebracht, sie zu öffnen. Weil sie könnte ja explodieren, richtig? Und das wäre echt ätzend. Also, öffnest du sie. Ich bin mir sicher, dass sie das nicht so meinte, aber es hörte sich so an, als wenn es in Ordnung wäre, wenn ich explodiere. Okay, ich bin gespannt. Nee, die geht nicht auf. Okay, also, dann schätze ich, werde ich sie mal öffnen. Ah, warte! Ich gehe erst in Deckung. Ich will nicht explodiert werden. Hina rannte zum nahegelegenen Schreibtisch und versteckte sich darunter. Okay, los! Alles wird in Ordnung sein, richtig? Alles klar, los geht's. Mit meinem ganzen Gewicht stemmte ich mich dagegen, aber die Tür öffnete sich viel leichter als erwartet. Was ist dahinter? Wow, der Megakontrollraum. Alter. Es gab zum Glück keine Explosion. Mein erster Eindruck war... Wow, dieser Ort ist ja voll Sci-Fi. Ja, das habe ich irgendwie eben auch gedacht. Voll krass. Wow, haben mehr. Jede Menge Zahlen. Kontrollpulte. Was ist das für ein Gerät? Sieht aus wie ein Kontrollpanel.
Das ist ja unglaublich, ernsthaft. Wie in so einer militärischen Station oder so. Ja, sieht aus wie das Cockpit eines Mac, richtig? Ifumi wäre wahrscheinlich total begeistert, wenn er das sehen würde. Ein Cockpit? Also hat der Monokuma-Raum ein Kontrollpanel, das aussieht wie ein Cockpit. Könnte das bedeuten... Alles klar. Wir sollten anfangen, alles zu untersuchen. Ich werde anfangen, Knöpfe zu drücken. Momentchen mal, du kannst nicht einfach tun, was du willst. Aber es war zu spät. Hina drückte bereits wild auf das Kontrollpanel. Hä? Hast du das gehört? Ja, ich glaube, das kam aus dem anderen Zimmer. Hina, was hast du eben gedrückt? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war der hier. Auf dem Button steht Data Center. Data Center? Ich schaute mir das Kontrollpanel genau an. Und ich sah verschiedenste Knöpfe. Und bei jedem stand daneben ein Zimmername. Und genau wie Hina gesagt hatte, stand da Data Center. Das muss der Knopf gewesen sein, den sie gedrückt hatte. Aber das Data Center, das ist ja direkt nebenan. Das Zimmer, in dem wir gerade eben gewesen waren. Von dort kam das seltsame Geräusch. Das sollte ich mir besser anschauen. Ja, bitte. Ich habe momentan total Angst, also werde ich dich einfach von hier aus unterstützen. Ja, danke. Okay. Dann gucken wir mal im Data Center. Ehrlich gesagt hörte sich das an, wie wenn Monokuma erscheint. Also ist Monokuma doch ferngesteuert. Habe ich eben gehört, was ich dachte, was ich gehört hätte? Sekunde. Ich habe vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. So. Ist das Monokuma? Aber er sagt nichts. Hey. Oh, doch, er sagt doch was. Gib mir alle deine Donuts. Bist du das, Hina? Ach so. Was? Oh Mann, du hast mich erwischt. Woher wusstest du das? Jedenfalls, was ist denn das? So eine Art, ja, Fernsteuerungskamera-Ding? Du weißt nicht mal, was du da kontrollierst? Mordi. Naja, ich meine, ich kann nicht wirklich viel sehen von hier aus. Ah, rate mal, was ich gefunden habe. Ein Selbstzerstörungsknopf. Was auch immer du tust, bitte drück ihn nicht. Oh Mann. Wolltest du den ehrlich drücken? Jedenfalls, ich glaube, das erklärt einiges. Das Zimmer mit dem Monokuma-Bild drauf und das Kontrollpanel darin. Was? Ich drück nochmal. Okay. Wahrscheinlich will er das mit Hina besprechen, was er sich jetzt zusammengereimt hat. Sehr cool. Wow, hey Makoto! Was zur Hölle war das eben? Monokuma. Hä, was meinst du damit? Was du gerade kontrolliert hast, das war Monokuma. Monokuma? Was? Ernsthaft? Genau. Es scheint, dass dieses Panel auf jeden Fall Monokuma kontrolliert. Das bedeutet, dass der Mastermind Monokuma von diesem Zimmer aus kontrolliert hat. Ja, wir waren definitiv hier drin. Der Mastermind hat Monokuma aus diesem Raum heraus kontrolliert. Und dieser Kontrollraum ist völlig abgetrennt vom Data Center mit dem ganzen Monitoren. Mit anderen Worten... Nee. Vielleicht kann der Mastermind uns gar nicht überwachen und Monokuma zur gleichen Zeit kontrollieren. Stimmt, ja. Kyokos Theorie war richtig. Aber wenn der Mastermind Monokuma von hier aus kontrolliert hat, dann bedeutet das ja, dass er die ganze Zeit hier in der Schule war, richtig? Ja, ich schätze, dass das dann so wäre. Aber wenn das tatsächlich wahr ist... Das ist eine sehr polarisierende Annäherung an das Thema, ich weiß, aber okay, genug. Hier ist jedenfalls ein Hinweis. Ich bin mir sicher, ich habe euch das schon gesagt, aber dieses Killer... Ach so, das hatten wir ja alles schon nochmal gehabt. Also es gibt jedenfalls 16 Teilnehmer, alles Highschool-Schüler und alle, die seit dem Beginn des Killer-Games eingetreten sind, waren auch diese 16 Schüler. Also es gibt niemand anderen als die 16 Schüler. Also ist der Mastermind Monokumas Puppenspieler tatsächlich der 16. Schüler? Nein, das kann nicht sein. Unmöglich, oder? Ja, muss aber ja eigentlich sein. Was ist los, Makoto? Ich mag das Gesicht überhaupt nicht, das du da aufgelegt hast. Oh nein, es ist nichts.
Oh, okay. Und was ist mit dir? Alles in Ordnung? Oh, naja, es ist nur... Das ist der Ort, an dem der Mastermind sich versteckt hat, richtig? Wer weiß, ob es hier Fallen gibt oder sowas. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht möglich wäre. Aber ich hoffe, dass es nicht wahr ist. Und deswegen also... Möchtest du vielleicht bald gehen? Es gibt ja noch eine Menge anderer Orte, die man sich anschauen kann. Ja, da hast du recht. Wir können unsere Zeit nicht vergeuden, indem wir hier die ganze Zeit rumstehen. Okay, wollen wir? Ja. Sie hat echt ein bisschen Angst, ne? Oh. Als die Tür zum Data Center sich schloss, hörte ich ein seltsames Geräusch. Was war das? Oh Mann, die Tür! Sie hat sich gerade versperrt. Was? Meine Hand griff nach der Türklinke. Das ist gemein. Du hast recht, es ist versperrt, aber wieso? Natürlich ist sie versperrt. Denn das Data Center ist nun restricted, also nicht frei begehbar halt. Monokuma? Hey, das ist nicht fair. Du kannst nicht einfach abschließen, was du willst. Es ist zu eurem Besten. Denn wenn dieser Raum offen bleibt, werde ich nicht in der Lage sein, mich umherzubewegen. Wieso? Ach so, klar, weil wir dann jederzeit ja gucken könnten, wer es ist, der Monokuma. Kontrolliert? Hä? Aber da war eben niemand drin und wir sind durch die einzige Tür gegangen, die zur Verfügung steht. Wer soll denn da jetzt im Kontrollraum sitzen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Na, egal. Stellt euch doch vor, wie depressiv alle gehen. Stellt euch doch vor, wie depressiv alle werden würden, wenn das Schulmaskottchen einfach aufhören würde, sich zu bewegen. Dann dieser Raum... Wie ihr schon richtig geraten habt, sind dort meine... Werde ich von dort aus kontrolliert. Also wirst du momentan von jemandem in diesem Raum kontrolliert? Ganz korrekt. Aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir waren doch gerade da drin und haben niemanden gesehen. Oh, habt ihr nicht? Seid ihr euch sicher, dass ihr so, so genau geschaut habt? Habt ihr vielleicht eine seltsame Falltür untersucht? Unmöglich! Oh nein, die Tür im Boden! Scheiße! Tja, das ist übel. Das war eure eine große Chance. Und ihr habt sie vermasselt. Scheiße. Naja, ist ja auch egal, weil diese Tür kann man sowieso von außen nicht öffnen. Also wäre es egal gewesen. So, diesen Raum darf man nun offiziell nicht mehr betreten. Keine weiteren Untersuchungen. Ich verlasse mich auf euch, dass ihr den anderen davon erzählen werdet. Frieden! Er ist fort, aber... Hat er die Wahrheit gesagt? Der Mastermind hat sich da drin versteckt? Ja, naja, wenn man daran zurückdenkt, wie wir aus dem Kontrollraum ausgesperrt wurden, beweist es, dass es wohl so war. Und das bedeutet, als ich sagte, wir sollten gehen... Naja, aber diese Tür konnte man ja sowieso von außen nicht öffnen, richtig? Also es ist nicht deine Schuld. Oh, okay. Auf jeden Fall dürfen wir das nicht an uns ranlassen. Wir müssen positiv bleiben und das meiste aus der Zeit rausholen, die wir noch übrig haben. Du hast recht. Wenn es eine Sache gibt, in der ich gut bin, dann ist es, meinen Körper in Bewegung zu halten. Okay, ich werde rumrennen und allen erzählen, was wir hier gefunden haben. Wunderbar. Jetzt hast du mich wieder voll motiviert. Okay, dann gehe ich mal. Bis dann. Hina sprintete fort. Und ich muss auch mein Bestes geben. Das ist der einzige Weg nach vorne. Okay, dann wollen wir ja jetzt, glaube ich, zu 2F, zu den Dorms. Aber wo sind die eigentlich? Hä? Wartet mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich gehe mal eben erstmal hier hin. Und dann gucke ich nochmal kurz auf... auf die Truth Bullets. 2F Dorms, ja. Okay. Okay, dann gucken wir uns hier einfach mal um. Auf jeden Fall sind wir hier 2F. Das ist... Aber hier war doch immer alles offen. Hier stehe ich gar nicht. School Zone. Hier haben wir diesen riesigen Bereich. Mit den Fenstern, die zu sind. Das ist die Library.
Da ist auch nichts. Hä? I don't get it. Wo sind die Dorms? Ich habe mich das ehrlich gesagt schon immer gefragt. Ich dachte immer so, oh gut, gut, du warst in den Schlafzimmern auf Ebene 2. Und dann dachte ich so, hä? Welche Schlafzimmer auf Ebene 2? Was laberst du da? Dorms. Hä? Aber Dorms ist nicht zufällig was anderes. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit irgendwie falsch denke oder so. Ich tipp's nur ganz zur Sicherheit mal ein. Aber da hättet ihr ja schon was gesagt, weil ich das ja immer so... Nee, schon richtig, Schlafsaal. Hä? Lasst uns noch mal hier auf die Map gucken. Irgendwo müssen ja noch Ausrufezeichen sein. Okay. Hier auf jeden Fall nicht. Monokuma. Ach so, im Datacenter, ja. Und da? Headmaster's Room, das haben wir. Den Garten haben wir. Biolabor haben wir. Dojo haben wir. Hier sind keine Ausrufezeichen. Hier auch nicht. Ich bin verwirrt. Oder hat das was mit der Toilette zu tun, mit dem Weg hinter der Toilette? Na sag mal, das gibt's doch nicht. Wo ist das? Das hat doch nichts mit den Klassenräumen zu tun, oder? Wo war denn der Durchgang? Bei der Mädchentoilette oder bei der Jungstoilette? Das weiß ich gar nicht mehr genau. Und war das hier überhaupt im zweiten Stock oder war das woanders? Da ist auch der Weg zum Geheimraum. Ah, okay. Ich dachte, wenn wir jetzt schon dabei sind, die Mysterien der Schule aufzudecken, dann könnte ich eigentlich auch durch den Geheimraum durch. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Naja, gut. Ich sag mal, von der Länge passt es ja mit der Folge. Und dann werde ich mich einfach auf die Suche begeben. Aber wenn ihr das schon durchblickt habt, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Ich nehme an, dass ich nicht die nächste Folge aufnehmen werde, bevor diese Folge hochgeladen ist. Also, ja, Tipps sind willkommen. Wo ist das? Hallo? Hallo? Vielleicht sollen die einfach hier schlafen, auf diesen Tischen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Naja, gut. Okay, ihr Lieben, also dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.